Ja, hallo allerseits. Heute geht es um elektrische Spannung, Energie und Leistung. Und ja, bei dieser Spannung geht es um diese Form von Angaben. Also bei einer Batterie zum Beispiel, da könnte draufstehen, dass die Spannung U 1,2 Volt beträgt. Und wir haben jetzt diese Spannung schon öfters mal kennengelernt, zum Beispiel als Höhe im Wassermodell für den Strom. Und wir haben gesagt, die Spannung ist sowas wie die Stärke des Antriebs eines Stroms. Deswegen ist das auch eine gute Angabe für eine Batterie, ja, aus der man ja einen Strom entnehmen will. Und man will halt wissen, na gut, wie stark ist denn diese Energie angetrieben? Jetzt haben wir in der letzten Physikstunde auch ein Experiment gemacht und haben festgestellt, dass diese Spannung ja auch die Energie pro Ladung ist. Also das hier war die Energie, das hier die Ladung, also die Anzahl der Elektronen, die diesen Strom herstellen. Also Strom war ja Ladung pro Zeit, also Elektronen pro Sekunde sozusagen. Ja, das war das Ergebnis unserer letzten Stunde. Ja, die Spannung ist Energie pro Ladung. Also, und das erklärt auch nochmal so ein bisschen diese Antriebsstärke. Die bedeutet also, wie viel Energie hat denn jetzt eigentlich so ein Ladungsträger oder ein Elektron in diesem Strom? Ja, wir machen immer mit so physikalischen Größen hier auch Gleichungen und diese Gleichungen kann man auch umformen mit Äquivalenzumformung. Ich multipliziere mal hier mit der Ladung Q, dann bekomme ich Q mal U ist gleich E und das bedeutet jetzt, dass man die Energie bekommt, wenn man die Ladung mit der Spannung multipliziert. Jetzt ist aber die Ladung, also ja, die Anzahl der Elektronen, schwer zu fassen. Das kann man nicht so gut messen, sondern was man normalerweise misst, sind die Spannung und die Stromstärke. Ich könnte also jetzt auf die Idee kommen, die ganze Gleichung nochmal durch T zu teilen. Dann bekommt man nämlich hier auf der einen Seite Q durch T mal U ist gleich E durch T. Und was man jetzt hat, ist auf der einen Seite hier also die Stromstärke hier die Spannung und Spannung soll das heißen, aber ist ja klar. Auf dieser Seite hat man jetzt Energie pro Zeit. Und das war die Größe, die wir Leistung genannt haben. Ja, also Erinnerung beim Treppensteigen, wenn ich meine 80 Kilo im Treppenhaus 12 Meter nach oben bewege, dann kostet mich das eine bestimmte Menge Energie. Aber wenn ich das in kurzer Zeit mache, dann muss ich mehr Leistung aufbringen und das ist dann natürlich viel anstrengender, wenn ich die Treppe hochrenne, als wenn ich so ganz gemächlich hochgehe. Also Leistung ist Energie pro Zeit. Und für diese Leistung gibt es auch wiederum eine physikalische Größe, die nennt man kürzt man oft mit dem Buchstaben P ab. Und die Einheit der Leistung, die heißt Watt. Ja, abgekürzt W. Und diese Leistung Watt, die findet man oft auf elektrischen Geräten. So, das hier heißt also jetzt, ich nehme einfach nochmal diese Gleichung von hier und sage also die Stromstärke in Ampere mal die Spannung in Volt, das ergibt die Leistung in Watt. Okay, und das ist eine praktische Gleichung, weil die Leistung in Watt, die kann man oft lesen auf elektrischen Geräten. Die Spannung kann man gut messen mit einem Voltmeter.
Und die Stromstärke kann man auch ganz gut messen mit einem Ampermeter. Okay. Die Leistung ist jetzt aber nicht das, was man bezahlen muss auf der Stromrechnung oder was CO2 produziert, sondern was man bezahlt oder was man bezieht von dem Elektrizitätswerk ist eigentlich die Energie. Das heißt, umgekehrt, wenn man jetzt drauf schaut, was ist denn jetzt die relevante Größe auf meiner Stromstärke, auf meiner Stromrechnung oder wenn ich an Energiesparen denke, das ist dann wiederum die Energie. Ja, und wenn also Leistung Energie pro Zeit ist, dann bedeutet Leistung mal Zeit, das ist nichts anderes als Energie. Okay, und damit kann ich natürlich jetzt tatsächlich konkrete Sachen ausrechnen. Also machen wir mal ein Beispiel. In einer Leifi-Aufgabe findet man eine Aufgabe zu Leistung von einem Kühlschrank und da ist gesagt, dass also das Aggregat oder der Kompressor eines Kühlschranks eine Leistung P von 150 Watt hat. Das ist eine realistische Größe für so einen Kühlschrankkompressor, denke ich, bei einem etwas größeren Kühlschrank. Der Kompressor ist das Gerät, das für die Kühlung sorgt und das hört man immer. Wenn der Kühlschrank brummt, dann ist der Kompressor an und dann wird er runtergekühlt. Der Kompressor läuft aber nicht die ganze Zeit durch, sondern wenn es kühl genug ist im Kühlschrank, der ist ja gut isoliert und wenn die Tür zu ist, dann schaltet sich der Kompressor dort auch aus, solange die Temperatur niedrig ist. Also, wenn man jetzt ja, einen Kühlschrank hat, der wirklich oft läuft und jetzt zum Beispiel feststellt, dass der Kühlschrank eine Zeit von, sagen wir mal, 14,6 Stunden am Tag läuft, dann haben wir eine Energie pro Tag, ja, P mal T, also 150 Watt mal 14,6 Stunden und das ergibt 2190 Watt mal Stunde. Ja, und dieses Watt mal Stunde, das könnte man im Prinzip in die Energieeinheit Joule umrechnen, aber da man ja dieses Leistung mal Zeit, das kann man ist so schön einfach, dass sich eingebürgert hat, die Energie direkt in Wattstunden oder besser sogar noch in Kilowattstunden anzugeben. Eine Kilowattstunde sind 1000 Wattstunden. Das hier sind also 2,19 Kilowattstunden. Ja, und diese Kilowattstunden, das ist das, was auf der Stromrechnung erscheint. Man rechnet da also in Wirklichkeit Energie ab und ja, über den Daumen mal so ganz grob, eine Kilowattstunde entspricht so circa 30 Cent. Und oder je nachdem, ob es regenerative Energie ist oder ob die aus Braunkohlekraftwerken kommt oder woher auch immer, so ein relativ alter Durchschnittswert 20 Kilogramm CO2. Nee, das stimmt nicht. 0,6 Kilogramm CO2. Ja. 0,6 Kilogramm Kohlendioxid. Ausstoß. Ja, gut, damit könnte man jetzt ausrechnen. Sagen wir mal, rund 2 Kilowattstunden braucht dieser Kühlschrank pro Tag. Eine Kilowattstunde 30 Cent. Also würde dieser Kühlschrank am Tag ungefähr 60 Cent kosten in Betrieb und würde 1,2 Kilogramm CO2-Ausstoß verursachen. Jetzt könnte man sich auch fragen, wie viel ist das eigentlich im Jahr? Also Energie pro Jahr.
Da müsste man jetzt die Energie pro Tag, die wir eben hatten, mal der Anzahl der Tage nehmen im Jahr. Und dann bekommen wir, naja, so über den Daumen ungefähr 800 Kilowattstunden raus. Ja. Und das sind ungefähr 200 Euro oder 480 Kilogramm CO2. Da braucht man schon guten 20 Bäume, um das zu kompensieren. Das ist schon nicht wenig. Tatsächlich ist das auch ein Beispiel für einen Kühlschrank, der sehr energieeffizient, ineffizient ist. Also ein alter Kühlschrank, der schlecht isoliert ist, vielleicht neben der Heizung steht, die Tür schließt nicht mehr gut. Also dass das Aggregat 14 Stunden am Tag läuft, das ist schon ganz schön viel. Wenn man mal im Internet nachguckt, ein Kühlschrank mit einer sehr guten Energieeffizienzklasse großer Kühlschrank, der verbraucht, naja, hier sagen wir mal nicht allerbeste Energieeffizienz, sagen wir mal hier sowas. Also sagen wir 230 Kilowattstunden pro Jahr. Okay, also wenn man jetzt davon ausgehen würde, ein besserer Kühlschrank zweihundertdreißig Kilowattstunden pro Jahr. Dann könnte ich wiederum ausrechnen, wie viel Kilowattstunden sind das denn pro Tag und wie viele Stunden läuft denn jetzt der Kompressor, wenn ich weiterhin von 150 Watt ausgehe. Nun, also teile durch die Anzahl der Tage im Jahr, also 230 Kilowattstunden durch 365. Das sind so über den Daumen 0,63 Kilowattstunden am Tag. Ja, oder sagen wir mal über den Daumen 600 Wattstunden am Tag. Okay, jetzt kann ich überlegen, also wenn ich jetzt wieder an die Formel Leistung mal Zeit ist Energie denke, ja, wenn ich auf 600 Wattstunden kommen will, dann könnte ich überlegen, naja, 150 Watt mal 4 Stunden, das wären gerade 600 Wattstunden. Also wenn der Kompressor des Kühlschranks am Tag 4 Stunden läuft und nicht 14,6 wie in der ursprünglichen Aufgabe, dann hat man am Tag 600 Wattstunden, also 0,6 Kilowattstunden und so 230 Kilowattstunden pro Jahr, was dann eine heute ganz akzeptable Energieeffizienz darstellen würde. Okay. Im Hinblick auf den Kühlschrank, also dran denken, Energieeffizienz ist wichtig. Das Aggregat soll so wenig wie möglich laufen, um Energie zu sparen. Nichts Warmes in den Kühlschrank stellen, Tür gut zumachen, nicht neben die Heizung oder in die Sonne stellen und auf Energieeffizienz achten. Ich fasse nochmal zusammen. Also, bei elektrischen Geräten ist oft die Leistung P angegeben in Watt, also sowas wie 150 Watt beim Kühlschrank oder 2000 Watt bei einem Föhn oder bei einem Staubsauger. Die Leistung ist das Produkt aus Spannung mal Stromstärke und dahinter steckt eben die Idee, dass die Spannung die Energie pro Ladung ist.
Ja, die Energie wiederum, die man über die sogenannte Stromrechnung dann auch bezahlen muss, die ergibt sich als Leistung mal Zeit. Und wenn man jetzt also die Leistung in Watt und die Zeit in Stunden angibt, dann ergibt das eben die Einheit Wattstunden, beziehungsweise 1000 Stück davon ist dann eine Kilowattstunde. Und das ist tatsächlich dann die Größe, die auf der Stromrechnung auftaucht.